Alors, liebe Freunde vom Belgier, wir gehen jetzt in den 34. Fall und heute will ich euch beweisen, dass auch Tiere große Detektive sein können. Vorhang auf für einen kleinen Vierbeiner mit grauen Zellen. Präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Unser kleiner Belgier folgt der Einladung von Captain Hastings aufs englische Land. Eigentlich verlässt er höchst ungern sein Domizil in der Großstadt. Captain Hastings nahm an einer Rallye teil. Jetzt trifft man sich abends im Pub. Ladies and Gentlemen, wir müssen uns geehrt fühlen. Darf ich vorstellen, Hercule Poirot? Doch nicht der Hercule Poirot. Gibt es noch andere, Mademoiselle? Meine Schwester Theresa. Und das sind, ach, zur Hölle damit. Sie lernen sich alle am Wochenende kennen. Hier sind Sie richtig, Mr. Poirot. Schurken alle miteinander. Verzeihen Sie, aber langsam wird es Zeit, Sir. Oh, verdammt. Ihr habt 15 Minuten, um euch einen guten Platz zu suchen. Du kümmerst dich um die beiden, das sind Freunde. Natürlich. Walter, würden Sie bitte Ihre Koffer sofort auf die Zimmer bringen? Selbstverständlich, Madam. Mr. Poirot, darf ich Ihnen meine Tante vorstellen? Hercule Poirot, Captain Hastings, Emily Arundel. Enchanté, Madame. Ich wusste nicht, dass mein Neffe so vornehme Freunde hat, Mr. Poirot. Das ist Wilhelmina Lawson, meine Gesellschafterin. Madame. Ich hoffe, Sie werden hier anständig behandelt, Mr. Poirot. Das Essen ist angeblich sehr gut, aber... Die Menschen Die Leute hier. Sind voller Vorfreude, Madame. Und nachdem der Weltrekord gebrochen wurde, werden sie wieder abfahren. Ja, ist ja gut, Kleiner. Er will sie kennenlernen. Darf ich vorstellen? Bob. Enchanté. Wir würden Sie heute Abend gern einladen, Mr. Poirot. Wir dinieren mit der Familie. Aufgabe ist anspruchsvoll. Er muss eine Meile in unter 29,58 Sekunden schaffen, um den Weltrekord von Commander Wood zu schlagen. Zu unserem großen Glück sind die Bedingungen heute nahezu ideal. Und Mr. Arundel hat mir selbst gesagt, dass sein Boot, die Spirit of Arundel, auf Höchstleistung getrimmt ist. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Tante Emily. Hallo. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Meine andere Nichte und ihr Ehemann, Mr. Poirot. Bella und Jacob Tanyos. Jacob unterrichtet hier Medizin, aber leider verlassen sie uns bald. Wieso muss euer Papa nach Griechenland? Ich werde euch vermissen. Emily, weil Sie meine Fakultät an der Universität geschlossen haben. Emily? Ist Charles denn gut vorbereitet oder brauchen wir Stoßgebete? Charles schafft das schon. Er hatte immer teuflisches Glück. Mit dem Teufel ist er verbündet. Emily! Ich hab doch recht, Mimi. Es ist 2 Uhr, Liebes. Es wird Zeit. Oh, dann gib sie mir. Wollen Sie das Boot sehen, Mr. Poirot? Also ich würde es gern sehen. Oh gut, ihr auch, Kinder. Oh komm. Ja, toll! Wann hat John Granger die letzte Untersuchung durchgeführt, Emily? Wieso? Sehe ich krank aus? Im Gegenteil. Was mich zu der Frage führt, wieso nimmst du diese nutzlosen Leberköpfe? Ich denke, das geht nur Emily etwas an, Dr. Tanyos. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für den Bürgermeister von Glen Riddick. Nach den Festlichkeiten werden Poirot und Captain Hastings ins Haus der Dame des Komitees eingeladen. An der Tür begrüßt sie ein recht pfiffiges, kleines Kerlchen. Hastings? Dünchen, mach Sitz. Bon, du bist äußerst klug. Bon, merci, Anna. Gut. Das war eine sehr nette Begrüßung von Monsieur Bob, Madame Wilhelmina. Darf ich vorstellen, Dr. Granger, ein alter Freund der Familie. Monsieur le Docteur. Freut mich sehr, Poirot. Arthur Hastings. Freut mich. Willkommen im Little Greenhouse, Gentlemen. Merci. Ah, magnifique, Sir. Hastings, was ist das für eine Hunderasse? Ein Foxterrier. Ha? Nein, Charles, ich gebe dir nicht noch mehr Geld. Dieses Boot hat mich inzwischen ein halbes Vermögen gekostet. Na toll, Tante Emily. Ich kämpfe um das Überleben des Projekts und ich lasse nicht zu, dass du noch sonst jemand mir im Weg steht. Guten Abend, Gentlemen. Ein Familienstreit, den haben wir jeden Abend. Oh, wenn Sie übrigens mit ausgebrannten Rennbooten handeln, im Bootshaus finden Sie eins. Ach, guten Abend, Gentlemen.
Ursprünglich war ja eine Party geplant, aber momentan fehlt uns dazu wohl der Anlass. Eine samtweiche Nacht hat sich über das Anwesen ausgebreitet und jeder schläft. Jeder bis auf Captain Hastings. Ich habe mich gefragt, ob Sie auch nicht einschlafen können. Sie wecken mich, um mich das zu fragen? Das ist wahre Freundschaft, Hastings. Es tut mir leid, Poirot, aber mich beschäftigt das Dinner. Der General, der Ihre Großmutter erzählen lässt. Woher wusste er das? Regarde, mon ami. Es gibt einen J.H. in Ihrer Familienverwandtschaft. Ja, meinen Onkel Jack. Was will er uns sagen? Er sagt, dass Sie nun in Ihr Bett gehen sollen und dass Sie Poirot in Frieden lassen. In Ordnung. Das ist beeindruckend, Poirot. Leider ist es nur ein Ratespiel, mon ami. Es wäre seltsam, gäbe es keinen James, John oder Jack in Ihrer Familie. So ist es in Belgien mit M für Marie. Ja, ja, das ist einleuchtend. Aber was ist mit diesen dunklen Mächten? Die sind im Kopf von Isabelle Tripp und sonst nirgendwo. Und doch entsteht kein Rauch ohne Feuer. Der nächste Morgen beginnt mit einem Schock. Die Hausherrin liegt am Ende der Treppe mit Genickbruch. Tot. Exodus. Oh, Mr. Poirot, Madame. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie herkommen. Emily hat ständig nach Ihnen verlangt. Ich gehe es in Gedanken immer wieder durch, Mr. Poirot. Bin ich wirklich auf Bobs Ball ausgerutscht? Nie lässt er ihn irgendwo liegen. Möglicherweise wollte Ihnen nicht der Hund etwas Böses, Madame, sondern vielleicht Menschen. Sowohl Tote als auch Lebende. Ach, Sie meinen, Isabelle Tripp könnte doch richtig liegen? Und ich bin tatsächlich in Gefahr? Ja, das ist möglich, Madame. Tja, dann liegt es wohl an meinem vielen Geld. Was würden Sie an meiner Stelle tun, Mr. Poirot? Wenn meine Familie von meinem Tod profitieren wollte. Eh bien, ich würde sofort mein Testament ändern. Und alles einem Freund schenken, dem ich vertraue. Würden Sie es diesem Freund sagen? Non, pas du tout. Doch ich würde es all jenen erzählen, die in dem Alten Testament erwähnt wurden. Das würde Sie doch ärgern. Oui, bien sûr. Aber Sie würden dafür sorgen, dass kein Unfall mich aus dem Leben reißt und hoffen, dass ich noch mal meinen letzten Willen ändere und Sie begünstige. Das klingt gut. Die Idee ist hervorragend, Mr. Poirot. Ein Medikament, Doktor? Ja, Poirot, Exprotin, für Emilys Leber. Aber dafür hat sie doch Kapseln. Kräuterkram, von einem Kräuterdoktor. Ich hab sie weggeworfen. Nach dem Frühstück im prächtigen Garten nahe des Zierfischteichs. Menschen wie Jacob sind nicht willkommen im Motorbootclub, wenn Sie verstehen. Comment? Er ist etwas anders. Ein Ausländer. Mais moi aussi? Ja, aber Sie sind berühmt, Mr. Poirot. Wilhelmina, ist Emily da? Ich würde Sie gern mal sprechen. Ja? Jacob, ich bin sehr schwach, Jacob. Ich fühle mich alt. Aus dem Grund bin ich auch so zickig gegenüber Wilhelmina. Die einzige Person, die wirklich noch zu mir steht, egal was ist. Sie weiß, dass du es nicht so meinst. Das tue ich auch nicht. Sieh dir das an. Liebe, was denkst du? Hoffen wir's. Er ist ein guter Mann, ein guter Arzt. Du sagst das, obwohl er dich nicht so gut leiden kann. Was für ein großes Herz du hast. Deine Schwäche ist mir auch aufgefallen, Emily. Ich möchte, dass du das probierst. Das Rezept hütet unsere Familie seit 200 Jahren. Nicht gerade antik für Griechenland. Jacob, glaubst du, dass jemand versucht, mich zu ermorden? Emily, wer sollte das versuchen wollen? Mr. Poirot hält das anscheinend für möglich. Oh, bitte verzeih. Entschuldigt bitte. Es war ein langer Tag.
Aber du siehst besser aus als noch vor ein paar Wochen. Sieht sie nicht fabelhaft aus? Oh ja, natürlich. Wieso ist niemand mehr ehrlich zu mir? Ich sehe schrecklich aus. Wilhelmina, in meiner Handtasche ist ein Fläschchen. Reich es mir bitte. Deine Leberkapseln willst du nicht? Wenn ich meine Leberkapseln hätte haben wollen, hätte ich es gesagt. Das Fläschchen. Miss Arundel nahm 2 Esslöffel des Lebertrans zu sich und zog sich in ihr Zimmer zurück. Ungefähr 10 Minuten später hörte man lautes Rufen, Stöhnen und Schreien. Als einige der Bewohner des Hauses in das Zimmer kamen, hatte die Frau weißen und blauen Schaum vor dem Mund und um ihren Körper herum war eine Art Aura. Sie starb innerhalb von wenigen Minuten. Miss Arundels Nachlassverwalter bat mich, das Testament zu verlesen. Deshalb möchte ich dies nun tun. Es ist ein einfaches Dokument, datiert auf den 10. dieses Monats. Es überträgt Emilys gesamtes Vermögen auf Wilhelmina Lawson. Nein! Nein, das darf sie nicht! Die Familie kriegt gar nichts, John? Nein. Monsieur le Docteur, darf ich erfahren, wer von dem ehemaligen Testament profitiert hätte? Jeder in diesem Raum hätte etwas bekommen, die meisten sogar ein paar hundert Pfund. Charles, Theresa und Bella hätten den Löwenanteil bekommen. Warum? Weil ich glaube, dass sie ermordet wurde, Monsieur. Und von wem? Können Sie uns das bitte sagen? Du denkst doch nicht, dass uns nicht aufgefallen ist, dass ihr 2 tuschelnd in der Ecke saßt und Pläne ausgeheckt habt wie kleine Kinder. Das ist nicht Ihre Schuld, sondern die unseres belgischen Freundes. Wegen ihm hat sie ihr Testament geändert. Emily starb eines natürlichen Todes. Ach, den du beschleunigt hast, indem du die Arznei weggeworfen hast, die sie gebraucht hat. Die war wirkungslos. Der Triumph der Reklame über die moderne Medizin. Ich weiß, dass es mindestens ein Mordversuch war. Hätte ich sie retten können? Das ist eine Frage, die mich bis an mein Grab verfolgen wird. Andauernd stelle ich mir dieselbe Frage, Hastings. War es richtig, ihr genau diesen Rat zu geben? War es gut oder war es eine Dummheit? Hätte ich ihren Tod verhindern können? Wenn Granger mit diesem Leberversagen recht hatte, dann sicher nicht. Und was ist der Grund für Leberversagen, Hastings? Das hohe Alter. Und ich sage, dass man sie ermordet hat. Es gab in all den Jahren noch nie ein Detail, das mich so geärgert hat. Das Motiv, Hastings. Ich würde verstehen, wenn man sie vor der Testamentsänderung ermordet hätte. Jeder würde schneller erben. Aber danach? Wer würde profitieren? War es möglicherweise Rache? Verzeihen Sie, Sir. Eine Lady und ein Gentleman erwarten Sie in der Lounge. Sie haben einen Hund dabei. Einen Fox-Terror vielleicht? Na ja, und du hast nie die Kontrolle über diesen Hund. Bob, komm her. Verdammter Köter. Er weiß nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt. So zeigt er nun mal seinen Kummer. Oh, Bob, bitte, benimm dich. Bob, du machst Sitz. Das mag Ihnen nun seltsam vorkommen, Poirot. Wilhelmina will Ihnen eine Frage stellen. Mais pourquoi? Damit die Leute aufhören, über mich zu reden. Die glauben womöglich noch... Sie denken alle, dass Sie Tante Emily getötet haben, um schneller an das Erbe zu kommen. Da hast du es. Mr. Poirot denkt es auch. Aber ich schwöre, ich wusste nicht, dass ich das Geld erbe. Das wusste niemand. Ich habe ihr dazu geraten. Nichtsdestotrotz ist uns da etwas eingefallen, Sir. Sag ihm doch, was du mir sagtest. Sie gehen doch davon aus, dass Emily nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich habe Angst, Mr. Poirot. Dann bin ich die Nächste. Ihre Ängste sind unbegründet, Madame. Geben Sie das Vermögen den Erben aus dem Ersten Testament. Oh. Das wäre allerdings überhaupt nicht im Sinne von Emilys Vorstellung. Das mag sein. Komm, meine Liebe. Ich denke, wir haben Mr. Poirot genug zum Nachdenken angeregt. Draußen setzt der berühmte englische Regen ein und Poirot muss sich beeilen, trockenen Fußes zurückzukommen. Mademoiselle, es könnte sein, dass diese Frage Ihnen äußerst merkwürdig vorkommt, aber besitzen Sie zufällig einen Bademantel mit den Initialen TA? Irgendwo, ja, aber in dem will ich nicht mal tot gesehen werden. Comment? Ich hatte ihn, bevor jeder ihn hatte, und jetzt tragen ihn bekanntlich Männlein und Weiblein. Ach. Wieso fragen Sie das? Wilhelmina Lawson hat eine Person mit solch einem Mantel in der Nacht des Unfalls gesehen. Nun fürchtet sie um ihre Sicherheit. Aber leider nicht stark genug, um
vom Erbe zurückzutreten. Mein Anwalt kümmert sich bereits um diesen Fall. Mit etwas Glück können wir das Testament anfechten. Dann kann ich mir endlich ein anständiges Herrenhaus leisten. Mr. Poirot, hier ist ein Anruf für Sie. Gehen Sie hier oben ran. Oui. Wer will mich bitte sprechen? Miss Emily Arundel, Sir. Die ist tot, mon ami. Das müssen Sie schon mit ihr selber ausmachen, Sir. Mr. Poirot, das ist so aufregend. Isabel ist in Kontakt mit Emily. Und zwar just in diesem Moment. Dann richten Sie ihr doch bitte Grüße von mir aus. Sie ist gerade zu uns durch den Äther geflitzt, um mit uns eine Tasse Tee zu trinken. Und sie will ganz dringend mit Ihnen sprechen. Soll ich sie jetzt durchstellen? Oh, no. Nehmen Sie nur Ihre Botschaft an. Der Spiritismus der 40er Jahre ist legendär. Und auch die zwei alten Damen lieben die Geisterbeschwörungen. Sie will, dass Sie Ihren Seelenfrieden finden. Sie sagte, wieso halten wir keine Seance ab und laden dazu alle ein, die verdächtig sind. Alle Menschen, von denen Sie denken, dass Sie Emily den Pfad ins Jenseits leichter machen wollen. Und wenn die alle versammelt sind, wird Emily durch Isabel auf denjenigen deuten, der es getan hat. Was halten Sie davon, Mr. Poirot? Ich finde, das ist eine glänzende Idee. Nennen Sie einen Termin für dieses Jahr. Sagen wir am Freitagabend? Ja, so gegen 8 Uhr. Ja. Wir sorgen für Essen und Trinken und machen eine öffentliche Veranstaltung. Freitag um 8, excellent. Und Sie sorgen bitte dafür, dass Dr. Tanios bei der Seance auch zugegen ist. Ah, oui. Er möchte nämlich schon ziemlich bald zurück nach Griechenland. Aber doch nicht vor Freitag. Und nebenbei ist ein Umzug in ein anderes Land kein Motiv für einen Mord. Ich selbst bin der lebende Beweis. Am frühen Abend. Verzeihen Sie mir, Monsieur Poirot, aber als Vertreter der Wissenschaft glaube ich leider nicht an solche Seancen. Monsieur, ich glaube auch nicht daran, doch ich glaube, dass andere daran glauben. Und diesen Umstand will ich nützen. Eine wunderbare Gelegenheit für die Tripp-Schwestern, jeden zu verdächtigen, den sie nicht mögen. Aber nichtsdestotrotz werden Sie doch kommen, Madame. Das werden wir sehen. Und Sie, Monsieur? Ich habe gehört, dass Sie gedenken, England zu verlassen. Darf ich fragen, wieso? Weil mir in Griechenland als Arzt das Arbeiten erlaubt ist. Wenn deine sogenannten Freunde dich lassen, arbeite doch hier. Bella, John Granger kann nicht ändern, was seine Patienten glauben. Ah, die glauben, dass sie der Teufel persönlich sind, weil sie aus dem Ausland kommen. Monsieur? Poirot betritt das Bootshaus. Ich mag es nicht, wenn die Leute hier rein und raus marschieren. Nichts gegen Sie. Es geht um die Sicherheit. Falls noch mal etwas explodiert... Kommst du mit den Reparaturen voran? Die würden schneller gehen, wenn Tante Emily mehr locker gemacht hätte. Dann hätte ich einen anständigen Mechaniker. Ich war in der Nacht ihres Todes bei ihrem Monsieur. Sie denken, ich wollte ihr Angst einjagen, nicht wahr? Sie haben keine Ahnung, wie zäh sie war. No. Aber ich kenne ein altes Sprichwort. Rache ist süß. Und Sie sind ein Hitzkopf, nicht wahr? Wie Ihre Schwester. Und das macht uns nun zu Mördern? Nein, das macht Sie nicht zu Mördern, aber jeder ist verdächtig. Und kommenden Freitag wird eine Party stattfinden, auf der Sie und Ihre Schwester Mademoiselle Theresa eingeladen sind. Eine Party? Wer feiert denn? Oh, Ihre Tante, Emily Arundel. Die langen Schatten des Abends haben sich über das Herrenhaus gesenkt. Die Seance steht an. Alle fassen sich bei den Händen. Es wird richtig gespenstisch. Ich, Emily Arundel, besuche euch heute Abend mit einer düsteren Botschaft. Das Böse, vor dem mein Vater uns alle gewarnt hat, ist gekommen, um zu walten. Oh, ist Dr. Granger? Er lässt sich hier entschuldigen, Emily. Ach, diese Männer der Wissenschaft, die einfach an überhaupt nichts glauben können. Obwohl hier, in diesem Raum, eine Person sitzt, die meinen Pfad ins Jenseits geebnet hat. Habe ich recht, Mr. Poirot? Das war eiskalter Mord, Madame. So ist es. Sehen Sie, wie alle zittern? Weil Sie sich schuldig fühlen, Mr. Poirot. Wie steht es um dein Gewissen, Wilhelmina? Gute Frage. Bist du das, Charles? Wie immer schiebst du die Schuld für deine Unfähigkeit auf die anderen. Oh, was für ein Blödsinn. Theresa, natürlich verteidigst du deinen kleinen Bruder. Egal,
was er wieder verbrochen hat. Bella, Liebes, wieso hast du ihn geheiratet? Wieso hast du nur diesen grauenhaften Mann? Nur damit wir es nicht vergessen. Könnte es sein, dass entweder Julia oder Isabel Tripp für deinen Tod verantwortlich sind? Nein, du Gute. Aber es ist weise, dass du mich das fragst. Ihr kennt alle meinen Mörder. Mein Todesengel ist in dieser Sekunde in diesen vier Wänden anwesend. Ein beängstigendes Schauspiel. Oder war es gar mehr? Wollen wir mal warten, was der kleine Belgier schlussfolgert. Bei der gestrigen Seance wurde Bella Tanyos gefragt, wieso sie diesen grauenhaften Mann geheiratet hätte. Gemeint war ihr Mann Jacob. Das ist merkwürdig, weil Emily Jacob im Diesseits ganz gern gemocht hat. Sie hat wohl ihre Meinung geändert. Hat sie ihre Meinung geändert? Oder war es einfach ein Fehler? Oh, Emily macht niemals Fehler. Aber nehmen wir an, es hat nicht Emilys Geist zu uns gesprochen. Nehmen wir an, es war das Unterbewusstsein von Isabel Tripp. Da frage ich mich doch, welche weiteren Fehler sie gemacht hat. Sie beschuldigt doch Robert Arundel. Aber sie ist ein erfahrenes Medium, Mr. Poirot. Sie ist auch nur ein Mensch, Madame. Theresa, was ist denn? Bella, hallo, wir haben ein paar Fragen. Ist Jacob da? Ja, komm rein. Kinder, auf euer Zimmer. Raus, na los! Ihr geht auf euer Zimmer. Jacob? Charles? Wir wollen offen sprechen, wenn du einverstanden bist. Und zwar geht es mal wieder um Geld. Um Geld, das uns zusteht und das nun Wilhelmina die verfluchte Lawson hat. Theresas Anwalt sagt, wir haben keinen Anspruch. Wir sollen Wilhelmina Honig ums Maul schmieren, damit sie uns dann was abgibt. Ach komm, ich war immer nett zu ihr. Und zu Tante Emily. Ihr zwei müsst was machen. Also, ich würde sagen, wir vergessen unsere Differenzen. Und wir vergessen, wie sie gestorben ist. Denn das macht ehrlich gesagt keinen Unterschied mehr. Sie ist nun einfach tot. Und sie hat ihren ganzen Besitz Wilhelmina vererbt. Du willst ihr also das ganze Geld einfach so überlassen, ihr und ihrem betrügerischen Arztfreund. John Granger ist ein Mann von Ehre. Er würde nie lügen. Jeder Vollidiot würde erkennen, dass die beiden unter einer Decke stecken. Was sagst du denn dazu, Bella? Ach, verdammt, was starrst du ihn denn so an? Sag, was du denkst. Ich weiß einfach nicht, was wir noch tun könnten. Theresa hat einen Plan, wie wir zumindest an einen Teil des Vermögens rankommen. Nein! Wir verbinden uns auf keinen Fall mit euch. Und jetzt verlasst mein Haus! Etwa eine Stunde später. Zunächst könnten Sie mir erzählen, wieso Sie nicht bei der Seance waren. Weil ich weder an solchen Unsinn glaube, noch ihn billige. Es gibt nur eine Welt, das Hier und Jetzt. Ein physikalisches Zufallsprodukt mit biochemischen Prozessen. Es gibt keine höhere Macht? Das ist nichts als eine Wunschvorstellung. Höchst gefährlich. Im Besonderen für Hunde, würde ich sagen. Wann muss Bob vor Gericht? Gar nicht, Monsieur. Ich habe Beweise für seine Unschuld. Aber sagen Sie, Doktor, Sie hatten doch Emily Arundel wegen ihrer Leberbeschwerden behandelt, Nespa? Ja, mit Exprotin und einem leichten Sedativum gelegentlich. Und die Leberkapseln, die sie von Ihnen hatte? Erhältlich bei jedem Drogisten. Die nützen zwar nichts, sie würden aber auch niemandem schaden. Ich muss zu ihm. Es ist sehr dringend. Aber er hat Gäste. Verzeihung, Dr. Granger. Ich habe Mrs. Tanyos erklärt, dass sie... Ist schon in Ordnung, Mrs. Finch. Danke. Verzeih mir, John, aber ich dachte, du wärst allein. No. Madame Tanyos, wir wollten eben gehen. Nein, Mr. Poirot. Bitte bleiben Sie. Ich wollte es Ihnen auch sagen, wenn John es erlaubt. Das mit Jacob. Bella, hast du dir das überlegt? Ja, ich muss damit heraus. Jacob predigt andauernd Loyalität, aber was ist mit meiner Loyalität gegenüber Tante Emily? Bitte. Eine mutige Entscheidung, Bella. Oh, Captain. Was ist denn, Walter? Verzeihen Sie, Sir. Ich hätte eine Frage an Sie. Sie sind doch ein Freund von Mr. Charles. Würden Sie ihm bitte ausrichten, dass er doch seine Clubrechnung begleichen möchte? Einen Tag später passiert wieder etwas Merkwürdiges. Ein Einbruch. Wieso gibt es keine Spuren eines Einbruchs? Die gibt es nun mal nicht. Wieso ist das Gemälde heruntergefallen? Schlecht aufgehängt. Es musste irgendwann herunterfallen. Irgendwas geht hier doch vor, Sergeant. Was zu tun hat mit Emily Arundels Tod. Dinge, die weit jenseits unserer Vorstellung sind. Der arme General hat vorhergesehen, was passieren wird. Etwas Böses. Also wissen Sie, mein Superintendent ist mehr mit weltlichen Verbrechen beschäftigt. Wünsche einen schönen Tag. Guten Morgen, Mr. Poirot.
Sagen Sie, Mademoiselle Sarah, Sie öffneten das Fenster, sahen ihn aus. Was haben Sie gesehen? Zwei Personen, die durch den Garten in Richtung See rannten, Sir. Glauben Sie, die wollten mich ermorden? Eh bien, Madame. Die beiden hatten keinen Erfolg und deshalb liegt Ihre Absicht im Dunkeln. Was dagegen, wenn ich ein paar Tage hier bliebe? Was sagen Sie? Falls jemand Wilhelmina etwas antun möchte. Das wäre sehr nett von dir, John. Ich würde mich um einiges sicherer fühlen. Mes amis, ich bin ein Rechtskundiger, weiß wie und wo man es zu seinem Vorteil nutzen kann. Hastings, Sie kennen den Fairbanks-Skandal? Zu dieser Gelegenheit war ich, Hercule Poirot, so etwas wie ein Gesetzloser, aber nur für einen kurzen Moment. Und, weiter? Und möglicherweise wiederhole ich das Ganze, wenn es sich lohnen wird. Sie wissen, wie wir unser Geld zurückkriegen? Sie wollen besser als unser Anwalt sein. Nein, Monsieur, ich will nur sagen, es gibt Wege. Ich werde sie Ihnen später erläutern. Aber Sie selbst dürfen überhaupt nichts tun, verstehen Sie? Nichts. Denn es gab schon einen Einbruch im Little Green House. Wirklich? Wer war's? Ha? Wer war das? Ha? Das ist ein Geheimnis. Die kleinen grauen Zellen des Belgiers arbeiten auf Hochtouren. Worin liegt der Sinn, wenn Sie sagen, Sie übertreten das Gesetz? Die beiden sind jung und töricht, Hastings. Sie sind Hitzköpfe. Ich biete Ihnen trügerische Hilfe an, damit Sie nichts tun, was Sie bereuen. Eine Sache möchte ich Sie noch fragen, Hastings. Ihr Freund, Monsieur Charles, warum gibt er Ihnen den Spitznamen Butler? Englischer Humor, Poirot. Das würden Sie nicht verstehen. Poirot findet das nicht lustig. Au contraire. Bella, John Granger. Ist Jacob da? Er ist noch nicht zu Hause. Er hat eine Besprechung in der Fakultät. Kann ich helfen? Ich habe eine Frage. Weißt du, ob er eine Flasche Phosphor hat? Ich glaube, Emily hat ein bisschen davon getrunken. Phosphor? Wer sagt das? Das ist mehr so eine Ahnung. Wilhelmina hat sowas gesagt. Ich wohne derzeit in Little Green House. Ist Phosphor nicht gefährlich? Ich meine, man macht Streichhölzer daraus und Kunstdünger. Ja, ganz recht. Und du glaubst, dass sie das bekommen hat? Von Jacob? Ich möchte noch gar nichts sagen. Ich will nur wissen, ob er irgendwo Phosphor hat. Das ist alles. Keine Ahnung. Na schön. Am besten, du sagst gar nichts zu Jacob. Ich rede morgen mit ihm. In der darauffolgenden Nacht wird im Zimmer des Doktors der Gashahn aufgedreht. Als er es bemerkt, ist es schon zu spät. Dr. Granger? Der nächste Morgen. Alles in Ordnung, Doktor? Ein Dienstmädchen will den Doktor wecken. Er starb an Kohlenmonoxidvergiftung. Furchtbarer Anblick. Mein tiefstes Beileid, Madame. Wieso hat jemand John getötet? Er war doch Arzt. Selbst die haben ihre Feinde. Verzeihung, waren das dieselben Personen, die gestern bei uns eingebrochen sind? Das ist durchaus möglich. Madame, wären Sie so freundlich und sagen mir, haben Sie gestern irgendwen gesehen? Oder hat jemand an der Tür geklingelt? Vielleicht hat jemand angerufen? Oh, die Trips. Sie gingen kurz nach 8. Aber niemand hat angerufen. John hat irgendwann telefoniert. Wecker. Verzeihen Sie, Madame. Ich dachte, Sie wären Jacob. Kinder, bringt ihn noch in den Wagen. Ich fahre weg. Ich will nicht, dass meine Kinder mit einem Mörder zusammenleben. Sie wissen also, dass John Granger tot ist. Sarah, die Haushälterin, sie hat's mir erzählt. Wieso sollte Jacob John Granger umbringen? Hat er gestern ihr angerufen, um nach Phosphor zu fragen? Er hat mit mir gesprochen. Er fragte, ob Jacob so etwas hat. Ich sagte, keine Ahnung. Und das haben Sie Ihrem Mann erzählt? Er bestand darauf, zu erfahren, was Granger sagte. Als ich aufgelegt hatte, stand er da. Mr. Poirot, ich habe solche Angst. Also verlassen Sie ihn. Aber wo wollen Sie hin, Madame? Ich weiß es doch nicht. Dann werden wir Sie nun in Sicherheit bringen. Und nun hat der kleine Belgier alle Indizien beisammen, um zu wissen, wer hinter der ganzen Sache steckt. Nur sein Hauptzeuge kann nicht sprechen. Der Hauptzeuge ist ein Hund, Bob. Merci. Monsieur Bob, er ist eine Person, non, pardon, er ist ein Hund vom Lande und nicht aus der Stadt. Und ich suche für ihn ein gutes Plätzchen, wenn meine Arbeit hier erledigt ist. Das tut mir leid, Mr. Poirot. Aber das können wir leider nicht machen. Wegen Albert, er wollte das nicht. Albert? Das ist unser eigener Hund. Ein Springer-Spaniel. Bob würde ihm ständig auf der Nase herumtanzen. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Hund besitzen.
Einen Hundegeist? Albert selbst ist leider vor 3 Jahren vorzeitig von uns gegangen. Die 3 packen nun aus, dann kommen sie runter. Santé. Übrigens hat der Steward im Club, Walter, gesagt, du willst mit mir reden. Tatsächlich? Ja, heute Mittag. Er brachte die Rechnung und sagte, das erinnert mich an etwas. Oh, ja. Er denkt, du hättest vergessen, deine Rechnungen zu bezahlen. Eine Kleinigkeit, sagt er. Das ist mir wohl entfallen. Diese Politur sorgt ja für einen fabelhaften Glanz, Charlie. Was ist das? Ja, das hab ich selbst zusammengemischt aus Phosphor. Aus Phosphor? Wieso fangen wir nicht an, Poirot? Der kommt wahrscheinlich nicht mehr. Monsieur Jacob kommt gleich. Dafür garantiere ich. Es weilt unter uns der Mörder von Dr. John Granger und Emily Arundel. Ist das etwa ein und dieselbe Person, Sir? Haben Sie Geduld, wenn ich das sagen darf. Sie haben geglaubt. Sie alle haben geglaubt, bis auf eine Person, dass der Sturz von Emily Arundel ein Unfall war. Wer war dann in der Nacht vor dem Sturz auf der Treppe von Emily? Und was wollte er? Wilhelmina hat diese Person gesehen. Sie sah das Monogramm auf dem Bademantel, um genau zu sein. Die Buchstaben T.A. Sie hat angenommen, es wäre Theresa Arundel. Minnie Lawson hat mich noch nie gemocht. Genau ihr Stil, mich des Mordes zu verdächtigen. Während ihr Tante Ems Vermögen zufällt. Aber Emily ist gestürzt. Sie hat es mir selber erzählt. Sie ist auf Bobs Ball getreten und gestürzt. No, Madame. Doch woher weiß ich das? Von Monsieur Bob höchstpersönlich. Grundsätzlich nach seinem Trick brachte Bob seinen Ball wieder in sein Körbchen. Und als ich erfahren hatte, dass Katja Tanyos in besagter Nacht den Ball auf dem Treppenabsatz gefunden hatte, da wusste ich, dass ihn jemand dorthin gelegt hatte, um den Anschein eines Unfalls zu erwecken. Bewundernswert, unser kleiner Belgier hier auf Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans. Denn nach dem Sturz war ihre Tante zwar verletzt, aber noch quicklebendig. Also hat es unser Mörder noch einmal versucht. Und diesmal hatte er Erfolg. Ich glaube, dass die Ursache des Todes ihrer Tante im Endeffekt eine Vergiftung durch Phosphor gewesen ist. Er tätigte einen Anruf. Madame Tanyos hat er gefragt, ob ihr Mann so etwas besitzt. Und dieser Anruf sollte geheim gehalten werden. Doch Jacob Tanyos wollte den Inhalt des Gesprächs erfahren. Na und wenn schon. Aber ich habe Emily nicht umgebracht. Ich sage es Ihnen, mes amis, in einer der Leberkapseln, die in dieser Schachtel verpackt waren, die Emily Arundel jederzeit bei sich getragen hat. Hier liegt auch die Lösung für ein weiteres Rätsel. Wieso wurde sie ermordet, nachdem sie ihr Testament geändert hat? Mesdames et Messieurs, ich eröffne Ihnen, der eigentliche Mord erfolgte vorher. Ermordet? 3 Tage bevor sie starb? Clever. Ah oui. Und es war der Steward Ihres Clubs, Monsieur Charles, der mir zeigte, wie... Eine seiner leichteren Aufgaben war das Nachfüllen der Salzfässchen. Ob sie heute, morgen oder in 3 Tagen leer sein würden, weiß niemand. Das hängt von ihren Benutzern ab. Ob Emily Arundel sie heute oder morgen oder in 3 Tagen schlucken würde. Nach ihrem Tod richtete sich unser Interesse allein auf die Medizin von Jacob Tanyos. Aber ich glaube, dass sie in der Nacht ihres Todes auch eine Leberkapsel eingenommen hat, die verzögert ihr Gift freigab. Und sie tötete. Und dann kam die Testamentseröffnung. Die Familie hörte dessen Inhalt nicht gern. No. Das Vermögen von Emily Arundel geht an Wilhelmina Lawson. Also galt das Interesse nun ihr? Bien sûr. Daraufhin brachen 2 Personen in dieses Haus ein. Monsieur Charles und ihre Schwester Mademoiselle Theresa. Sie sind eingebrochen, um sich das zu holen, was ihnen von Rechts wegen zusteht. Also gut, ja, aber das war unser erster und einziger Versuch, Poirot. Wir waren nicht nochmal dort in der folgenden Nacht. Aber jemand anderer. Er hatte die Absicht, John Granger zu töten, der just an diesem Abend das mit dem Phosphor herausgefunden hatte. Dieselbe Person, die Emily ermordet hatte? Oui. Diese T.A.-Person also. Nun reicht es, aber ich halte das nicht aus. Bleiben Sie sitzen, Miss. Mesdames et Messieurs, würden Sie bitte im Spiegel beobachten?
Es war Monsieur Bob, der meine Aufmerksamkeit auf diese Kuriosität zu lenken wusste. Er wählte sein eigenes Spiegelbild in dem hochglanzpolierten Schnellboot an, so lange, bis er sicher war, dass ich verstanden hatte. Wilhelmina Lawson sah die Person auf dem Treppenabsatz im Spiegel. Und sie sah auch im Spiegelbild das Monogramm mit den Buchstaben T.A. Mesdames et Messieurs, werden Sie beobachten, dass sich diese Buchstaben nun ohne den Spiegel verändert haben. In A.T. die Initialen von Arabella Tanios. Ist das wahr, Bella? Nein! Sie wissen doch, wie brutal er ist. Und auch, dass er meine Kinder ständig schlägt. Bella! Ich weiß nur, dass Sie das behaupten. Sie denunzieren ihn ständig. Sie spielen uns vor, dass sie ihn fürchten. Erzählen uns, dass er oft wütend ist. Das ist alles gelogen. Denn nur Sie allein sind verantwortlich für den Mord an Dr. John Granger und für den Mord an Emily Arundel. Wieso, Bella? Wieso? Weil ich dich hasse, Jacob. Du hast mich. Du hasst mich, Bella. Du warst früher anders und dafür habe ich dich geliebt. Aber die Menschen hier haben dich gescheut, deshalb hast du dich geändert, um ihnen zu gefallen. Und ich habe mich so geschämt. Jetzt willst du nur noch die Flucht ergreifen, unbedingt wieder in dein Heimatland. Wie kann man nur so schwach sein? Was erwartet mich in Griechenland? Wenn ich das ganze Geld von Tante Emily geerbt hätte, hätte ich hier gelebt wie eine Königin. Hätte sie mir nur den Gefallen getan und den Sturz nicht überstanden, dann hätte ich geerbt. Du auch, Charles, und du, Theresa. Aber sie mussten sich ja einmischen, Sir. Sie hätte ihr Testament nicht geändert und wir hätten profitiert. Ihr eiskaltes Herz, Madame, hat keinerlei Gnade verdient. Auch eine schöne Larve hält Poirot nicht davon ab, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wilhelmina Lawson hat einen Teil des Erbes von Emily Arundel unter der Familie verteilt. So konnte ich wenigstens meine Rechnung bezahlen. Und der Weltrekord will nun gebrochen werden, Nespa? Aber nicht von mir. Ich gehe nach Bonneville. Das ist in Utah. Oh, aber das ist in der Wüste, glaube ich. Da gibt es keine Seen. Genau, das Rennbootfahren überlasse ich Malcolm Campbell und seinen Kumpels. Ich will nun an Landrennen fahren. Und wir fahren nach London. Noch nicht, Hastings. Noch ist die Frage von höchster Bedeutung nicht im Ansatz gelöst. Bevor es wieder nach London in die Whitehaven Mansions geht, besucht Poirot noch einmal die zwei schrulligen alten Tanten. Sie offenbaren hier versteckte Seiten, Mr. Poirot. Nun ist es wieder passiert, gestern Nacht. Wirklich? Und wer ist Ihnen erschienen? Als ich aufwachte, spürte ich diese, wie heißt das, Präsenz in meinem Zimmer. Ich sah nach oben und da sah ich diesen Springer-Spaniel. Albert! Oui. Was hat er gesagt? Er sprach zu Bob, Madame. Er sagte, lebe fortan mit meinen beiden Frauchen, denn sie benötigen dringend deine Unterstützung. Und so fand der gute Bob ein neues Zuhause und unser kleiner Belgier konnte sich frohen Herzens zurückbegeben in die große Millionenstadt London. Hör mal zu, präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe.